Hallo, meine lieben Freunde, zu meinem neuen Let's Play. Neuen Let's Play nicht, nein, zu meinem alten Let's Play, gemeinsam mit Schweiger. Zurück im Abbasidenreich. Wir haben Kriege. Hallo Schweiger im Übrigen. Ja, hallo. Oder? Also du darfst doch meinen Leuten Hallo sagen. Ja, was machen wir? Machen wir eigentlich irgendwas in dem Krieg oder warten wir, bis das Abbasidenreich Nein, zerfällt? ich muss gerade erst wieder checken, worum es in den Kriegen eigentlich geht. Ja, ich habe das auch gerade in Versuch. Der eine kriegt das immer auf 63%. Wie kann das sein? Was haben wir da gemacht? Was? Ist das überhaupt ein Krieg vom Kalifat, von unserem Ja, Kalifat? ja. Das ist Al-Share, hat angegriffen. Das Abbasidenreich will ein Scheichtum erobern und scheitert. Ach so, das sind die Kleinen da, gell? Das Ja, ist genau, das ist so. diese Enklave. Ja, na, die haben sich gedacht, das ist gerade eine gute Gelegenheit, weil wir innerlich zerstritten sind, weil ja gerade die Revolution noch war. Ja. Und ich habe, mein teuflischer Plan ist ja, einen Anspruch auf einen Teil Von dem Al-Shari-Reich. ja, genau, zu erheben. Das hat bis jetzt noch nicht funktioniert, aber wenn es funktioniert, schauen Sie, sind so circa ein Viertel oder so, dann werde ich den gleich nachher in den Krieg erklären und versuchen. Das darf ich, glaube ich, nicht. Als Count-Level bin mir nicht sicher, ob man auswärtigen überhaupt den Krieg erklären darf. Ja, ich probiere es trotzdem. Ja, der andere Krieg, der ist ein bisschen trickier. Da versuchen wir, in, Haig irgendwas zu erobern. Genau, in Haig ein Herzogtum zu erobern. Das wird schwierig, weil Haig gerade 12.000 Mann ja, ich seh's zu uns aufmarschiert hat und wir und können zwar da nicht direkt an meiner angehen. Grenze. Ja. Und da fühle ich mich ein bisschen verunsichert auch. Das ist für meine persönliche Sicherheit und die meines ganzen Hopes vielleicht nicht das Beste. Ja, gut, dann Interessant. ab Ja, ins na, Geschehen. ich schaue da eigentlich nur zu. Ich mache da nicht Okay. allzu viel. Ich warte, dass mein Sohn übernimmt irgendwann einmal. Dann habe ich tatsächlich automatisch eine Provinz geerbt, weil der hat durch seine Hochzeit eine Provinz geerbt. Ich meine, Ja. es ist nur Altschaffer, aber immerhin, Altschaffer ist Altschaffer. Übrigens, ich habe, jetzt erinnere ich mich, durch eine Event-Chain letztes Mal eine Katze als Haustier gewonnen. Ja. Hast du eine Katze als Haustier? Ja, warte mal, ich unterbreche kurz. Es kann meine Tochter jetzt verheiratet werden an den Erben eines anderen Scheichtums in dem Emirat. Also ich kann meine Tochter vom Hof verabschieden, das ist meine dünnfüßige Älteste. Die ist nämlich alt genug, 14, und ist jetzt nicht unbedingt außer ambitious mit Fähigkeiten gesegnet, dass ich an ihr hänge, also schicke ich sie weg, ab, heirate. Mein Sohn ist gerade Steward geworden. Nicht, dass das jemanden interessieren würde. Aber ich habe ihn ja darauf gedrillt, Stewardship ziemlich viel zu haben. Ja, was ich zu meiner Katze sagen wollte, also meine Tochter ist fort. Deine Tochter ist fort? Ist lang lebe deine Katze oder wie? Naja, das war jetzt noch zum Fragenthema. Da habe ich jetzt hier einen Text stehen, also abgesehen von dem, es bringt mir Intrige plus eins und Health plus eins, eine Pet Cat. Und der Flavortext lautet, your adorable cat purrs softly when you are close and is always there to comfort you and keep you warm. Okay. Ja. Aber diese 12.000 Mann von deinem Nachbarn stehen einfach nur rum, oder? Ja, das ist. Ja, das stimmt eigentlich. Die lagern tun sie da nicht wirklich was. Ja, weil sie angegriffen worden sind. Vielleicht warten sie auf einen Angriff. Nee, nee, nee. Da warten sie aber, glaube ich, vergeblich. Ich seh nichts, was der Kalif aufbietet. Ja, also. Kalif hat doch 11.000 Leute rumstehen. Das ist interessant. Warte mal, ist der nicht der Dings gewesen? Ja, das war der Dings, genau. Also,
Der Kalif, also, warte mal, wie ist denn der jetzt gestorben? Der Emir Rashid, der Grausame, ist an Gonorrhea verstorben. Das ist nicht der Geschlechtskrankheit. Ach so, nein, das ist ja nur Dings, das ist ja eh nicht, das ist eh nicht der. Der Anführer der Rebellion. Na, ja, oh ja, der Anführer der Rebellion. Das war der Anführer der Ich dachte Rebellion. zuerst, das ist der Anführer von den Dings, von dem, von Ägypten. Ja, ich pausiere jetzt kurz, damit wir diese ganzen Themen abhandeln. Nein, es war der Anführer eurer Rebellion, die Ja. gescheitert ist. Daraufhin hat er beschlossen, an einer Geschlechtskrankheit zu sterben, aus Ja. Erfolglosigkeit. Also, Okay. nachdem du quasi die Nummer zwei der Rebellion warst, Ich sehe war ich sehr nicht Nummer schwarz. 2 der Rebellion. Mein Emir Genau. war das. Ich bin ein Nein, der kleines Gefahr. Rädchen. Ich weiß nicht Das ist einmal, ein was. Rädchen. Ich weiß nicht einmal, was Rebellion Mit bedeutet. vier Scheichtümern im Emirat, du warst der wirkliche Treiber hinter den Kulissen. Bist Das du ist irre? offensichtlich. Unser Kalif hat jetzt einen Haufen Scheichtümer geerbt. Genau, ja, die wird er vergeben. Schau, dass du lieb bist. Ich habe nachgeschaut, aber die wird er nicht annähernd alle halten können. Ne? Nein, auf keinen Ich, Fall. ja. Nicht mit seinen Werten. Elf Hader 5 könnte er ohne Penalties haben. Also er wird welche vergeben. Sei lieb zu ihm. Ich bin sowieso immer lieb zu ihm, aber warum sollte mir irgendeins von da Ich bin hinten geben? gespannt, nein, wirst du nichts kriegen. Das gibt ja Ganz irgendeinem. kurz nur, ich habe es geschafft, 50 Technologiepointe aus Konstantinopel zu klauen. Boah, nicht Ja, schlecht, haben nicht auch gedacht, schlecht. schau mal, wo ich sie kriege. Economy Advances, das ist gut, weil da bin ich bei mehreren Zweigen kurz vor Level 2, da werde ich jetzt upgraden. Castle Infrastructure 2 erreicht, Town Infrastructure 2 erreicht, Church Infrastructure 2 erreicht, Trade Practices 2 erreicht und Ja, ich kann Church Construction 2 Infrastructure auch auf Stufe 2 erhöhen, auch sehr gut. erreicht. So, ich bin jetzt War überall ich doch glatt. Economy auf Level 2 gekommen. Das ist gut. Nicht schlecht, Werde ich mich nicht gleich umschauen, schlecht. was man da alles bauen kann. Ich hätte sofort das Spiel. Ja, tu das. Schön für dich. Ich bin drauf gekommen, ich habe auch noch ein paar Economy-Punkte gehabt. Dadurch bin ich tatsächlich auch bei Church Infrastructure auf Level 2 gekommen. Aber meine meisten Punkte, ich habe 100 Punkte in Culture Advances, aber da geht gar nichts weiter. Und ich brauche über 400 Punkte, damit ich da was steigere. Naja, man kann nicht alles haben, glaube ich mal. Im Übrigen danke, dass du abgestimmt hast. Ja, bitte, bitte. Ja, So. ich werde die Irokesen spielen im Übrigen. Yay. Ich N glaube, für die habe nicht ich unbedingt gestimmt. deinetwegen, sondern weil ich tatsächlich 2 Stimmen für die Irokesen gekriegt habe. Ich habe zwar auch 2 für Österreich gekriegt, aber Österreich will eh nicht spielen. Nur für all jene, die es hören, die da draußen. Haben wir überhaupt Hörer? Ich seh das momentan gar nicht. Okay. So viel zwischen. Irgendeiner von den Rollenspielern von mir hat letztens gemeint, er wird sich's mal anschauen. Aber ich weiß nicht, durch das, dass wir zu spät gestartet haben, kann es sein, dass er nicht mehr da ist. Aber warte mal. Warte mal. Darf ich kurz auf Pause drücken? Ich muss mal schauen, Natürlich. was das für ein. Das ist mein Sohn, mein 12-Jähriger. Mein Emir möchte den ausbilden. Will ich das? Und zwar wirklich der Emir. Der neue Emir. Sein Vater ist verstorben. Gut, den habe ich eh nicht gemocht. Warte mal, was kann denn der? Militärisch gar nicht mal so schlecht. Wenn ich dem meinen Sohn gebe, ist er dann glücklich mit mir, gell? Ich weiß echt noch immer nicht, wie ich das Emirat mir schnappen soll von dem. Der hat genau ein Scheichtem und 2 Emirate. Normalerweise müsste das schon längst irgendjemand anderem gehören, wenn es mit rechten Dingen zugehen würde. Ich werde accepten einmal. Was soll's? Das ist eh nur mein dritter Sohn. Ob der jetzt ein verhunzt wird, ist mir wurscht. Ich
Der Kalif hat übrigens die geerbten Länder schon wieder vergeben. Aber ich überblicke nicht ganz an wem. Das interessiert mich nicht. Das ist Arabien. Das ist Das weit ist so weg. weit weg von dir, meinst du? Ja. Ich weiß, wie weit das weg ist, weil ich war da auf einer Hatsch. Ja, stimmt. Sechs Ländereien hat er noch von fünf möglichen. Ah, das war aber ein kurzer Krieg. Ja, der Angriffskrieg ist gescheitert. Naja, aber das war klar, irgendwie, nachdem die Rebellion vorbei war und der Kalif einfach die Möglichkeit gehabt hat, sich auf den zu konzentrieren. Jetzt schauen wir mal, was passieren wird da oben. Die Armeen sind circa gleich groß. Welcher? Weißt du das? Das ist unsere und die von Hike, zumindest das, was ich Wir sehe. haben eine. Ah ja, tatsächlich. Es ist auf dem Weg. Es wird eine große Schlacht geben. Ja. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, deswegen steht er dort rum. Er wartet einfach, bis er angegriffen wird. So, warte mal. Ich muss irgendwie Gut. entscheiden, was mit meinem Sohn Ganz passiert. kurzer Einwurf nur. Ich habe meinen Plan aufgegeben, einen Anspruch in aller Schare Ja? zu erwerben und werde wieder in meinem eigenen Emirat pausieren gehen. Mit Was ist mit Ansprüchen. deinem Sohn los? Ja, mein Sohn, since we all die anyway, why to be so hassled about life? I suppose you're right, dann hat eine 50% Chance für Temperate. Temperate ist nicht schlecht, Stewardship plus 2. Und Wow! Monthly Piety plus 0,15 ist auch nicht schlecht. Oder, but what about the enjoyment? Dann hat eine 50%ige Chance für Lustful und eine 50%ige Chance für Gluttonous. Lustful macht plus 1 auf Intrige und 20% Fertilität. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich Er finde, man verliert sollte halt diese Sachen Pietät. wählen, ohne vorher zu schauen, was das für Auswirkungen hat. Meinst du? Ja. Ja, okay, könnte man machen ab jetzt dann. Nein, wenn du willst, machen wir es. Ich meine, das Problem ist, ich weiß jetzt auch von einigen schon Ja, wieder. ich meine, es ist eh klar, was einige bringen, das stimmt schon. Weil es ist wirklich ein bisschen öd, wenn man einfach nur hausieren geht nach den besten Eigenschaften. Naja, das ist mein Das Sohn, ich stört möchte mich ein einfach das bisschen. Beste für ihn. Ja, genau. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, was von den beiden besser ist. Mein Glattenes ist natürlich nicht so toll. Ich habe Aber. so viele neue Gebäude jetzt zur Auswahl, das ist ein Wahnsinn. Was? Ich habe so viele neue Gebäude zur Ja, Auswahl. und kannst du Das sie auch kaufen oder hast du sie einfach nur ja, zur Auswahl? teilweise. Also das Einzige, aber das eine, was ich wirklich haben will, nämlich Casper Town 3, geht noch nicht. Bist du wahnsinnig? Du hast schon die Casper Town 3? Nein, 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 die würde ich gerne bauen. Und Ich kann das noch geht nicht mal die nicht, weil da Zweier braucht man bauen. Das Infrastructure 3 und davon bin ich noch weit, der jetzt 2 Jahre erreicht. Na, ich habe die 2 ja schon gebaut. Und das ist sehr gut, weil es das Einkommen erhöht. Alle anderen kosten mich ja Geld. So. Ich könnte mir jetzt überlegen, was ich weiterbaue. Ich bin kein Fan von leichter Infanterie. Das ist Kanonenfutter. Und Kavallerie im Gebirge bei mir ist auch nicht das, was ich haben will. Kann die Ja. Casper Town nicht bauen. Ah, dafür brauche ich Castle Walls 2, aber die mache ich eh gerade. Du hast aber Casper Town 2. Ach so, verstehe. Das ist 2. Und ich dachte, Ja, ach Gott, ich bin so du bist blöd. genauso weit wie ich, ja. Ich bin so dumm. Ich verstehe kein Wort. Also ich meine, außerdem ich habe, das ist ein bisschen ein Nachteil, wenn man mehrere Regionen hat. Ich würde gern diese dann nämlich auch weiterentwickeln, aber das geht sich einfach alles von hinten und vorn mit dem Geld nicht aus. Na, ich spare auf Kasper 3. Ja, aber wenn es Infrastructure 3 brauchst, Infrastructure ist Nein, nein, etwas. nein, nein. Kasper ist was anderes als Kasper Town. Achso, Kasper ist das Casper. dritte. Ja, ich weiß schon wieder. Ich hab's eh schon Wobei gesehen. mich würde interessieren, was Kasper bedeutet. Das sollte ich mal googeln müssen.
Naja, ich weiß nicht, vielleicht sind irgendwelche Araber da, die uns das sagen könnten. Aber ich glaube, meine Schüler habe ich schon abgeschreckt, die Ah. irgendwas in die Richtung sagen könnten. Na, ich weiß schon, was ich als nächstes brauche. Ja, ach so, warte mal. Entschuldigung, ich war noch im Pausenmodus. Ich dachte, ich bin schon weitergegangen. Ich bin echt müde. Ich bin total neben mir irgendwie. Ich habe so viel Gebäude, die Reiterei verstärken. Na gut, Warum ich muss nur ist merken, wie viel eigentlich die Geld ich Fahne brauche. von uns so schwarz? Das ist doch sicher nicht unsere richtige Fahne. Das ist schwarz auf schwarz, das sind intricate Designs drauf, die sieht man nur nicht. Ist das ein Fehler im Spiel? Nein, ich glaube, sie ist wirklich schwarz. Hey, Castle Wars. Zeig her, wo habe ich die fertig? Ich pausiere kurz und schalte um, was bei mir passiert, weil mein Emir Al-Ala, der wirklich jetzt schon relativ alt ist, ganz kurzer Einwurf, ich schaue mal nach, wie lange er sein Emirat schon regiert, 25 Jahre. Also Emir Al-Ala hat einen Krieg erklärt. Oh, Und dein Emir. zwar, ja, die Eroberung von Schirwan. Der ist ziemlich ambitioniert, der Goto. Das ist jetzt schon der Ja. zweite oder dritte Krieg, den er führt. Und zwar, das ist auch Hike. Das heißt, es laufen jetzt zwei Kriege mit Hike parallel um. Schirwan, das ist ein Scheichtum direkt an der Grenze zum As-Amirat, also zu meinem Emirat. Und es ist, Entschuldige, nicht Hike, sondern das angrenzende Aguang heißt es, glaube ich. Nein? Doch. Ja, Shiva, ich sehe es schon. Ich habe da jetzt nicht wirklich einen Überblick. Aguang müsste das sein, ja. Ah ja, nein, der, genau. Das sind zwei Emirate, die in Personalunion von Ishtkhan Sahaksewada geführt werden, auch apostolischen Christen. Das heißt, das Kalifat führt zwei Kriege gegen die beiden apostolischen Reiche in seinem Norden, wobei de facto beide Kriege gegen dieselben sind, weil die so verbündet sind, dass sie beide Kriege gemeinsam führen. Also das ist der Stand im Wesentlichen. Ja. Deshalb. Das heißt, ich setze fort. Wobei der zweite Krieg, den führe ich ja nicht. Das heißt, den führt es Du nur hast recht, ihr. nein, du hast recht, den führt nur mein Emirat, ja. Das stimmt, das habe ich nicht gesehen. Wenn der gelingt, das würde mir sehr behagen, weil dann mein Emir ein weiteres Scheichtum erobert, das er hoffentlich an mich vergibt. Okay. Okay. Ich fürchte nicht. Das Problem ist, ein Kurdenherrscher, ein ehemaliger Kurdenherrscher, ist jetzt Atari geworden. Das gefällt mir nicht so sehr von der Kultur her. Nein, ich habe beschlossen, als Ziel, ich werde kurdisch bleiben und die kurdische Kultur aufrechterhalten, bewahren und verbreiten. Schön für dich. Mein Neffe hat gerade einen Sohn gekriegt. Mein Neffe, den ich in der Hinterhand habe, falls meine Söhne alle dumm sind. Ah, die Hike-Armee bewegt sich. Ah! Oh, sie wird die Ast-Armee vernichten, zerstören. Oh mein Gott. Wahrscheinlich, ja. Ja, das heißt wahrscheinlich. Wo ist... Es wird Oh! eigentlich nicht unbedingt perfekt laufen für dich. Nein, das waren 3000 Leute. Das ist eigentlich ein Unfall. Das sind sicher... Oh, ich hoffe, ich bin da nicht. Das sind sicher irgendwelche Leute von mir dabei. Wahrscheinlich, ja. Also wenn er Scheiße. Vasallen ausgehoben hat, dann schon. Ja, da bin ich dabei. Ah ja, stimmt, das sieht man dich. Ha, ich sehe dich auch. Wow. Nein, du wirst schon nicht sterben und wenn, dann hast du ja noch einen Sohn, oder? Ja, ich soll mich um meinen Regenten umsehen. Ich hab eigentlich hätte ich gedacht, dass So. ich zuerst sterben werde. Der Ägypter hat auch wieder einen Krieg erklärt. Ich jetzt? Ja, nach Nubien hinein.
erobert, ja. Der hat echt nichts Besseres zu tun, als Der ist alles ein zu erobern. Wahnsinn. Kannst dich erinnern, wie Ägypten am Anfang ausgeschaut hat? Ja, das ist ein Wahnsinn. Wenn der so weitermacht, hat er bald ganz Afrika erobert. So, ich habe diese Schlacht, dieses Desaster überlebt. Es wird Mukan belagert. Das ist ein Scheichtum in meinem Emirat. Und Hey, wir haben Zusatzgebiet gekriegt. der Ja? Kalif gerade erfolgreich ins Umit belagert und erobert, nämlich Mops, das ist gerade die Hauptstadt. Das ist, ich finde das interessant, wenn der, Warte, ich wenn bin, diese Entschuldige, nein, Haupt. ich muss dich unterbrechen. Ich bin schon wieder in einer Schlacht, wo Ja, ich ich sehe vernichte. sie gerade. Aber in Tabriz, wenn du hingehst, bewegt sich gerade die Hauptarmee des Kalifats und da wird die Hauptschlacht stattfinden. Wahrscheinlich, ja. Aber du bist nicht da drinnen, oder? Zumindest sehe ich dich jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht, wo ich, warte mal. Nein, in Marrakesch bin ich jetzt, wo auch immer. Ah. Was ich mich frage ist, wenn der jetzt Tabriz zum Beispiel erobern würde. Ah, ich bin in den 1000 Mann, die aus Marrakesch auch noch reingehen nach Tabriz. Wenn der Tabriz erobert, dann müsste der doch eigentlich So, für nein, ich muss mich Beutekriege unterbrechen. gelten, oder? Was? Das ist interessant, die Frage, ja. Er hat Tabriz gerade erobert. Er hat Und das scheinbar zählt auch für unseren gefilmt. Krieg offensichtlich. Wir haben plötzlich einen Warscore von minus 12, oder? Nein, Und minus für 6 für meinen zählt Tabriz. seltsamerweise nicht. Vielleicht ist er gar nicht in dem Krieg dabei. Warte mal, vielleicht haben wir. Nein, er ist in dem Krieg nicht dabei. Es ist wirklich nur gegen das östliche Emirat. Ganz kurze Unterbrechung. Ich habe ja seit längerem wieder laufen einen Plot. Also um einen Anspruch auf das Emirat selber von Al-Asad zu erwerben. Der Plot hat aber keine Chance, ja, weil keiner mitmachen will, außer ich zahle ihm viel Geld, und das tue ich nicht. Jetzt hat mich mein Emil wieder mal aufgefordert, den Plot fallen zu lassen. Und ich werde es machen. Das ist mir schon Kannst du einmal keinen passiert. Plot machen? Nein, ist meinem Vater passiert, hat das auch schon probiert. Und ich gebe das jetzt auf. Das ist traurig, aber es wird momentan nichts, also. So, aufgegeben. Okay. Gut, ich setze vor. Ja, ich Tabriz wird verstehe. belagert. Die Armee des Emirs ist am 19. Februar vor Ort. Dann wird die Hauptschlacht jetzt findet sie statt. Oh, das ging schneller, als ich dachte. Es kommen noch Verstärkungen, ein paar tausend Mann, die könnten einen Unterschied ausmachen. 2000 Mann kommen noch dazu. Die Schlacht ist noch ausgeglichen. Ja, das Problem ist, es könnte sein, dass wir Probleme haben, durch das der Kalif so schlecht ist. Ja, natürlich. Wir haben auch Dass die Truppen Probleme. demoralisiert sind. Sind Aber es demoralisiert, außer schaut auch ja, nicht gut greifen am aus. Gebäude Außerdem mittlerweile, ja. greifen wir an. Ich habe ganz kurzer Einwurf. Ah, Ja. yes! Warte, nein, ich pausiere mitten in der Schlacht. Es sind ein paar Dinge passiert bei mir. Und zwar, das erste ist, mein Spymaster hat erneut in Konstantinopel Kenntnisse erworben. Ich schaue mal nach, was für welche. Und zwar wieder Economy Advances. Die kann ich momentan nicht sinnvoll einsetzen, aber ich habe es in der Bank. Das ist sehr gut. Außerdem, ich lese vor. Es betrifft meine Person selbst, mich, Scheich Mohammed von Urmia. I have learned many lessons from this battle. Aside from application of the theoretical tactics my mentors taught me as a boy, I've learned to deftly isolate any opponent in the thick of the front, bring all my focus and concentration to bear upon him. Das klingt wie Conan der Barbar, nur ein bisschen eloquenter. And then, within but a few rounds of melee, swiftly execute him. I'm proud of my clear progression into a greater warrior. Still have more lessons to learn. Ich habe meine persönlichen Combat Skills verbessert. Die waren bis jetzt aber nicht existent. Ach, so schön dieser Text auch ist. Ich hatte noch keine. Und? Was ist da jetzt passiert? Ich sehe nichts. Vielleicht muss ich erst fortsetzen. Na gut, lassen wir die Schlacht weitergehen. Ja, Die Moral? warte, in der Zwischenzeit ist mein Sohn, mein zweiter Sohn, den habe ich jetzt auch verheiratet schon. Allerdings muss ich dazu sagen, ich hoffe nicht, dass mein erster Sohn stirbt. Der ist nämlich eine ziemliche Vorgabe, der zweite Sohn. Er ist jetzt nicht Das. unbedingt das größte Genie. Immerhin diplomatisch ist er ein wenig. Das heißt, er weiß zu sagen, wann Dings. Ja, machen wir weiter. Nein, 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 wir machen nicht weiter. Nicht? Auch mein ältester Sohn, ist was passiert?
Er ist verlobt. Nicht Und zwar schlecht. mit der Tochter, mit der ältesten Tochter des Emirs Al-Ala, also meines Emirs. Die Verlobung ist aufrecht. Mein Sohn wird bald 14 und wird wohl zur Heirat kommen. Das Problem allerdings ist, seine Angetraute, seine Verlobte, ist im Zuge der aktuellen Kriege gefangen genommen worden. Das Oh. könnte ein Problem für die Ehe darstellen. Ja, könnte Probleme darstellen. Aber Das solange er nur spielt verlobt ist, zentral, gibt es ja weil zumindest die Möglichkeit, dass sie bis zur Hochzeit freikommt. richtig, darauf hoffe ich. Das ist für mich zentral, weil ich möchte mich quasi bei meinem Emir einschleichen oder in seine Familie und da Ansprüche erheben und so. Das nur unter uns. Kenne ich das, kenne ich das. Ich habe ja auch ein paar Töchter, die ich mit meinem Emir verheiratet habe, Ja, mit seiner bevor wir Emirin. fortsetzen, die Schlacht ist wirklich an der Kippe, so wie es ausschaut. Ja, Ja, wenn du dir das wir haben anschaust. größere Verluste, aber unsere Moral ist deutlich schlechter. Ja. Wir haben mehr Truppen, aber sie haben einfach einen Bonus vom Terrain her. Wir haben einen Malus vom Terrain her. Naja. Außerdem klickt noch mal den Emir an, was das bei seiner Dekadenz besagt. Imperial Decay. Meinst unseren Kalifen? Entschuldige, ja. Moral der Armee -35%, genau, Ja. das ist Wahnsinn. Das Ja, ist eine also es kann ziemlich sein, grausame Sache. dass wir ihnen zwar höhere Verluste zufügen, aber dass unsere Truppen zuerst fliehen. Das wäre gar nicht gut. Allerdings würde das bedeuten, dass wir im Krieg noch drinnen bleiben und eine zweite Schlacht Ja. schlagen. Was hoffentlich Ja. nochmal umgekehrt, wenn man die Truppen verliert, Außerdem, ist ich glaube nicht, dass wir ihnen mehr Verluste machen. Ich meine, sie sind bei Ja, aber 9850, aber sie sie haben. haben bei 10.100 gestartet. Das heißt, sie haben 300 Leute verloren jetzt. Ich auch. Okay, na Ja, gut, und ich sehe wir dich. haben sicher mehr als 300 verloren. Aber Ah, mach mal schaut weiter und nicht. schauen wir uns das an. Wenn ein Flügel fällt, dann ist die Schlacht normalerweise eh entschieden. Schauen wir Kann man in diese Schlacht reingehen? mal. Irgendwie? Also Kann ich ich habe mir es das gerade probiert, anschauen? oder Nein. ich habe keinen Nein, Weg gefunden. ich kann es auch nicht. Ja, nein, mir fällt in diese Schlacht. Ja, ist Ich glaube, wurscht. das schaut sehr schlecht aus. Wie schon gesagt, also wir verlieren schneller die Leute. Ja. Aber es stimmt schon, er verliert auch relativ schnell. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er nicht The Truppen führen Honorable lässt. Scheik, bla bla Nein, wir haben die bla. Schlacht. Ah, Das ist mein letzter Sohn heiratet auch. ein Flügel von uns ist schon gefallen, offensichtlich. Oder das Zentrum einer von den drei Teilen jedenfalls. Ah, nein, doch nicht. Das ist nochmal der zweite Sohn. Den habe ich zweimal verlobt. Ha! Habe ich gleich zwei Frauen beschafft. Offensichtlich habe ich in meinem Au. Ich werde jetzt Faction Leader, habe ich beschlossen. Es gibt wieder ein Parteitreffen. Ja. Und ich mache jetzt das, was du. Oder was kam bei dir letztens raus eigentlich? Das Nö, ist ich habe nicht so. 50 Prestigepunkte gekriegt. Ja, gut. Also ich werde Au, versuchen das war jetzt. ziemlich grausam. Hast du den Schluss von der Also. Schlacht gesehen? Nein, nur, dass wir ordentlich abgebissen haben. So Ja, genau, ich denke. am Schluss sind da ziemlich. Sind wir ziemlich drauf auf den Deckel gekriegt. Ich lese vor, den Text kennen wir zwar schon, aber as the faction members gathered in Wukan, it immediately became clear that the meeting would not be able to continue until the issue of Shaikh Hizan's leadership was resolved. A vote of no confidence has been put before all those present. Yes, Shaikh Hizan must go, dann mag er mich nicht. Oder er hat meinen Support, dann mag er mich. Nein, 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 nein. Warte mal, ich muss mal schauen, wie viele Truppen der hat. Ungefähr so viel wie ich. Wenn ich mehr habe, glaube ich, habe ich Chancen, dass ich. Na, er hat mehr. Ich probiere es trotzdem. So. Okay. Ui, ja, es hat, sie haben unsere. So. Nein, mein Versuch war erfolglos, Kurzfassung. Na gut, das T-Shirt ist scheinbar keines gegeben. Oh, oder? Weiß ich nicht. Ah, warte mal, nein, es gibt noch einen Antrag der Partei. Und zwar, ganz kurz noch, Kurzfassung, er will eine eigene Steuer einheben, die der Krone zukommen soll, für das Gute des Reiches. Da kann ich zustimmen, dann mag er mich, oder ich kann ablehnen, dann
Mag mich nicht. Letztes habe ich zugestimmt, dann hieß es ist Zeit, dass ich mein Geld zahle. Ich werde da jetzt dagegen sein. Man mag mich zwar da jetzt doppelt nicht, aber soll's. So. Aber ich fürchte Mehrheit. Und das wird trotzdem durchgehen. Wahrscheinlich, Wir ja. werden diesen Krieg verlieren. Minus 88, minus 90. Ah, nein, also diese Extrasteuer gibt es nicht. Ja, 2 zu 2 Stimmen, meine 2 gegen seine 2. Das sind zu viele Leute. Ich sehe Nein, überhaupt nein, nein, nicht nein, durch, nein, was da nein. überall passiert. Was? Nein, nein, nein. Ja, diese Hauptarmee von Hyke kommt in meine Richtung. Aber ich Nein, glaube, ich glaube, der wird es wird ein Plagern. nach Astunik oder wie heißt das Ding gehen. Ja. Warte mal ganz kurz, ich muss meine Tochter erziehen. Level Reinforcements, since I came to Alcufa, we have never had a shortage of soldiers reinforcing our troops. They know that fame and fortune awaits. Oh, du kriegst zusätzliche Truppen. Oh, nett. Oder ein Bonus auf das Enforcement. Ne? Okay, I caught my ward Sorry. Warte mal, ist das meine Tochter? Nein, überhaupt nicht. Wieso habe ich dir das Wort? Lying to me again, straight to my face. Die ist nicht verwandt mit mir. Das heißt, ich kann dort auch rohe Gewalt anwenden. Without batting an eye, I almost had an innocent servant sent to the stocks. Even I am impressed. with the birch, she will speak the truth. Okay. Birch Talk ist to ein her about. Baum, die Ja, Birkenrute. Birkenrote, genau. Talk to her about honesty. Oder pray that the greatest will show her the light. Ich denke mir tatsächlich, dass ich für sie beten werde, um Pietät zu gewinnen. Nachdem es nicht meine Tochter ist. Ist mir das eigentlich wurscht, ob sie deceitful ist Ich oder glaube nicht? aber, bei manchen Sachen kannst du sogar etwas gewinnen. Ja, eben, deswegen meine ich ja, ich gaine Na, aber 5 du kriegst Pietät. deinen Wert. Ja? Nein, aber es gibt irgendwas, wo du, ich weiß nicht, eine Diplomatie oder sowas kriegst. Ist es da nicht dabei? Nein. Ah, okay. Naja, dann bitte. Ja, oder ich nehme das erste, dann bin ich impressed mit ihr, aber da verliere ich Prestige, ich bin ja nicht doof. Nein. Ich werde für sie beten. Allah ist groß. Er wird sie davon heilen. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, warum die mein Mündel ist überhaupt. Wer hat mit ihr angedreht? Achso, Entschuldigung, machen wir weiter, oder? Ja. Ah, außerdem sind schon 30 Minuten vorbei. Ich glaube, ich werde meine Aufnahme enden lassen jetzt. Bei mir ist außerdem eh nicht viel passiert jetzt. Das heißt, ich verabschiede mich von meinen Leuten, die mir zuschauen. Und in 2 Tagen kommt die nächste Aufnahme auf YouTube.